Also wir sind jetzt auf dem Weg zum Kino, für den gemeinsamen Kinoabend. Ihr erinnert euch, ich hatte ja dazu aufgerufen. Ich freue mich, oh mein Gott, und ich bin sehr aufgeregt, muss ich schon sagen. Wir sind jetzt in der Hauptwache. Der Film, der Schicksal ist ein mieser Verräter. Bestimmt werde ich heulen wie sonst was. Geiles Angebot. Ja. Macht, was ihr wollt. Ja. So, nein, darfst du nicht. Nein, du darfst mich nicht. Ja. Weil ich hab mich erst nicht getraut. Alles steht so nicht. Es war gerade total lustig, wie viele gekommen sind. Ein Foto machen und so. Und dann, oh mein Gott. Oh mein Gott. Say hi. Hi. Ach so, hier. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Es ist echt der Wahnsinn, wenn ich das jetzt so sehe, wie viele Leute da sind. Ich weiß, die Hälfte von euch kennt mich wahrscheinlich nicht, weil ihr die Begleitung seid. Aber für die mich kennen, wirklich, also tausend Dank. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe noch mit meinem Freund gelacht und gesagt, ey, das ist viel zu knapp. Wahrscheinlich kommen nur so 10 Leute oder so. Aber was auch schön wäre natürlich, ne? Ich danke jedem Einzelnen, dass ihr euch die Zeit genommen habt eben und auch am Hey! Achso, jetzt geht's. An einem Wochentag auch kommen könnt. Und ja, also viel Spaß bei dem Film jetzt. Wir werden wahrscheinlich alle heulen. Ich auf jeden Fall, ich bin die Heulsuse hoch 10. Von daher mich nicht mehr anschauen und ansprechen danach. Aber, nein, nein, aber vielen, vielen Dank, wirklich. Klatscht mal alle für euch selbst. Ich will euch hören. Ja. Ja, natürlich. Am Ende nochmal gut, voll verheult. Also, oh mein Gott, der Film war echt super traurig, super lustig, aber auch und absolute Empfehlung, oder? Also, muss man auf jeden Fall mal reingehen. Ein cool, ja. Jetzt bin ich sehr traurig. Ja, ihr alle. Der geht schon weg. Ich nicht. Doch. Und hier genau, oh, es geht schon so hoch, mal hier. Das sind die Filmzitate. Ja, okay. Nein. Genau. Das habt ihr alle jetzt schön. Yum, yum, yum. Essenszeit. Ich zeige euch, was ich esse. So einen voll leckeren Salat. Den habe ich gerade gemacht. Das ist Babyspinat. Den habe ich roh gelassen. Alles andere habe ich kurz angedünstet und angebraten. Also ich habe es erstmal in die Pfanne und einfach mit Wasser so weich werden lassen, das Gemüse. Und dann einfach, bis das Wasser verdunstet und es ein bisschen mehr Röstaromen bekommt. Seht ihr, so ein bisschen braun wird. Und zwar sind es... Es ist grüner Spargel, Baby Brokkoli, Kirschtomaten und Champignons. Und dann habe ich noch solche Krabben reingemacht. Super lecker! Hallo, ich sitze schon die ganze Zeit eigentlich am PC, den ganzen Tag. Ich will eigentlich auch mal rausgehen, aber ich will unbedingt nämlich diesen Song fertig machen. Peaches WM-Song. Mein Freund kam eigentlich so auf die Idee und er hat jetzt schöne Sachen gefilmt. Das sieht so süß aus. Oh mein Gott, guck mal. So süß. Das würde ich gerne als Poster haben irgendwie. So niedlich, oder? Und ich habe den Song komponiert. Genau, und das füge ich jetzt noch zusammen.
bin gerade essen mit meinen Eltern. Ich zeige euch mal, was wir essen. Wir essen eigentlich alles das Gleiche. Außer es kommt nur eine Suppe. So den Salat mit Roastbeef. Voll groß, oder? Gibt's auch noch Dings. Kartoffeln. Kartoffelsalat ist auch noch dabei. Shake von Dulce. Die Mama. Wir haben eigentlich das Gleiche, nur einmal flüssig und einmal fest. Krass. Entschuldigung. Ja. Hallo. Sorry. Ich bin die Gunai. Oh, yeah. Video. Genau, wir sind hier im, warte mal, wie heißt es nochmal? Yomaro, ja. Hier gibt es Frozen Joghurt und sogar laktosefrei, cool. Und ich krieg gleich ein Bröbchen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, lecker, die Franzke. Die Kiddies. Oh, lecker. Yeah. So viele Toppings. Magst du Naturjoghurt oder Laktosefrei? Yomaro. Super, ja. Super. Oh, cool, guck mal. Das gibt's alles. Schokolade, Karamell, Erdbeer, Vanille, Honig, Schoko. Können auch gerne mixen. Honig würde ich gerne mal probieren. Honig? So, ja. Ganz so. Cool. Und was ist so das Besondere hier? Das Besondere, also was unterscheidet euch von den anderen? Wir stellen unseren Joghurt selbst her. Aha. Und das ist halt alles auf Naturbasis. Und die Soßen auch zum Beispiel, also Erdbeer und Himbeer machen wir auch alle selbst. Ah, schön. Und auch hier, also die ganzen Früchte und so, die werden auch jeden Tag von uns zusammengeschnibbelt. Ja, okay, man sieht es ja, so Fruchtpüree. Genau, ne? Genau, schön. Sehr schön. Ja, und wir haben auch noch Laktosefrei. Genau. Dankeschön. Mal probieren, ich war ja nicht auf dem Berger Straßenfest. Verpasst. Das ist auch der beste Platz hier. Boah, lecker. Schmeckt echt gut. Und super, dass es laktosefrei gibt. Ich freue mich. Wieder hier im Park. Mal den Eltern gezeigt. Oh, das ist so klein. Das ist so mini. Toll. Ich glaube, das ist ganz nah. Noch ein paar Goodies für die Jenny gekauft, weil die hat übermorgen Geburtstag. Gratulieren wir alle der Jenny. Schreibt mal bitte alle unter das Video, die hat am Montag Geburtstag. Die wird sich freuen. Genau, und die liest auch oft die Kommentare und so, also nur wenn ihr Bock habt. Auf jeden Fall habe ich ein paar Goodies geholt, weil wir beide ja so Foodies seid, wie ihr wisst. Wem erzähle ich das eigentlich? Ihr wisst ja alles. Und ja, ich habe noch ein paar Sachen zu Hause, aber wir haben noch so ein paar Dinge gefehlt, deswegen. Yes. Oh, ich brauche noch Geschenkpapier. Ich brauche noch Geschenkpapier. Ich habe es jetzt endlich fertig, das Peaches WM-Song. Und wir machen jetzt mal Screening. Also mein Freund und sein Freund werden sich das mal anschauen, was sie dazu sagen. Vom Finale sozusagen, also fertige Version. Okay. So begeistert war jetzt der Freund von meinem Freund nicht. Also er fand es schon gut, er hat gesagt, es war okay. Aber okay, reicht mir nicht. Egal. Also ich bin eigentlich zufrieden. Ich sage eigentlich, weil mit den Möglichkeiten, die ich habe, denke ich, habe ich so alles versucht, gegeben. Und deswegen bin ich zufrieden. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Reaktionen. Also falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es unbedingt an. Schaut es unbedingt an. Ich werde es in die Infobox verlinken. Und vielleicht gefällt es euch, ich hoffe. Und vielleicht macht es auch Stimmung, das hoffe ich auch. Hallo, Jenny fährt gerade. Wir fahren gerade zum See. Wie heißt der nochmal? Das ist der Mörfelden-Walldorf oder Waldorf. Mörfelden-Walldorf-See. Und wir sehen gerade, wir sind gerade an dem Langener See entlang vorbeigefahren. Und da, oh mein Gott, hier sind so viele. Jetzt ist auch ein bisschen Stau, aber gut, ist klar, ne? Pfingsten, super Wetter. Ich meine, wir sind natürlich nicht die einzigen Schlauen hier. Es kommen ja auch ein paar mehr auf die Idee, weil irgendwo Strandbad Langener Waldsee. Krass. Oh mein Gott, guck mal. Ja, das. Scheiße. Aber da gehen wir ja nicht hin, oder? Nee. Na ja, gut. Na also. So, hier ist das Badesee Waldorf. Und gleich haben wir es geschafft.
Wow. So viele Leute. Ups. Wohin? Ja, man sieht nichts zum Hellen, aber ihr seht schon. So, wir haben uns jetzt hier hingelegt. Sehr schlau, weil seht ihr da, wie voll, oh mein Gott. Hier ist es alles. Erst noch immer schön eincremen, dann vielleicht mal, vielleicht lassen wir dann mal in die Sonne ein bisschen ran. Nur ein bisschen. Aber cool so. Ich könnte hier schlafen. Gell? Okay, ist eröffnet. Ich habe da eigentlich das gemacht, was ich vorgestern euch gezeigt habe. Nur ohne den Spinat, den habe ich vergessen. Das ist der Babybrokkoli. Genau, ja. Alles Baby. Was ein krasses Wetter heute. Super Hitze. So, Jenny soll jetzt ihre Geschenke auspacken. Einmal so lieb. Achso, und das hier übrigens, das ist kein Studentenfutter, sondern guck, Manager. Managerfutter. Achso. Kein Student mehr. Ich habe mich gerade noch mal ein bisschen abgeduscht, weil es zu heiß war. Und zu ekelhaft auch geklebt habe ich. Und so vom See. Jetzt noch ein bisschen Ananas essen. Hm. Und gleich mal eure Kommentare zu dem WM-Song lesen. Oh mein Gott, ich bin voll aufgeregt. Das ist so wie, als würde ich das erste Mal ein Video posten irgendwie, weil das halt was Neues ist. Und es ist dann immer so, ich bin dann aufgeregt auf eure Reaktion. Und es war auch so viel Arbeit. Und dann, das ist halt wie so ein Baby, was halt so rausgeht in die Welt. Und mal sehen, was ihr halt davon dazu sagt. Ja. Mariah. Kleine Erfrischung, Capri-Eis geholt. So, Dinner. Piti. lauwarmer Couscous-Salat habe ich gemacht mit grünen Spargel. Den habe ich vorher angebraten. Schon wieder grüner Spargel. Wir hatten sehr viel da, deswegen gab es den auch jetzt jeden Tag. Dann Artischockenherzen und Pfirsiche habe ich reingemacht. Das passt sehr gut, so ein bisschen süß da drin. Lecker, gell? Pfirsiche sind drin. Peaches. Und ich sage jetzt auch tschüss. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Schaut euch meine anderen Videos noch an, die ich in den letzten Tagen hochgeladen habe. Es waren nämlich sehr viele. Vielleicht habt ihr sie noch nicht alle gesehen. Dann schaut doch mal rein. Ich werde euch die letzten 3 oder 4 mal in die Infobox verlinken. Auch Yummy-Videos. Es kam nämlich ein neues, genau, auf meinem Kochkanal. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Tschüss.